Meine Liebe, ich bewundere Ihr Talent, sich permanent in Schwierigkeiten zu bringen. Aber müssen Sie immer meinen lieben Freund, den Herrn Professor, in diese Kalamitäten verwickeln? Wie geht es Ihnen, Wolfgang? Den Umständen entsprechend geht es mir gut. Wir sind noch mal mit dem Schrecken davongekommen. Ja, aber nur dank der Gestalt mit dieser komischen Mütze. Ich vermute, das war einer der berüchtigten Google-Männer. Ein Google-Mann? Hier im Schloss? Du meine Güte, in was haben Sie mich da nur hineingeritten? Sie verwandeln mein wunderbares Neuschwanstein in ein regelrechtes Spukschloss. Herr Professor, das muss unverzüglich ein Ende haben. Ich bitte demütigst um Verzeihung, meine Teuerste. Mein Fahrer wird Sie beide unverzüglich ins Dorf bringen, wo Sie die Nacht in der Ambulanz verbringen werden. Keine Widerrede. Die Polizei ist informiert. Oberwachtmeister Fischer will Sie beide morgen früh hier sehen. Ah, dieser Raum ist bis auf Weiteres gesperrt. Und ich genehmige mir jetzt einen doppelten Gin. Anders sind diese unerfreulichen Vorkommnisse nicht mehr zu ertragen. Gute Nacht. Der hat irgendwas zu verheimlichen. Irgendwas. Kapitel 4, Tag 4, 10.06.30 Uhr, Neuschwanstein, Thronsaal. Das ist ja eine schreckliche Geschichte. Ich bin heilfroh, dass Sie noch am Leben sind. Glauben Sie mir, das sind wir auch. Haben Sie schon was von den Handabdrücken gehört, die wir zur Analyse geschickt haben? Das habe ich tatsächlich. Ein Abdruck stammt eindeutig von Fanchetti. Da er sich aber im Schloss frei bewegen kann, ist das nicht mehr als ein Indiz. Ich behalte den Mann auf jeden Fall im Auge. Und der andere Handabdruck? Da steht die Analyse noch aus. Die Kollegen sind im Moment leider sehr beschäftigt. Okay. Leuchtkristall. Nicht schlecht. Haben wir sonst noch irgendwas? Pam, 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 pam. Nö, sonst nichts mehr. Wir haben eine Nachricht. Sers Notiz. Unfall oder Mord? Etwas Schreckliches ist passiert. Der Mönch, Bruder Emanuel, wurde ermordet. Sowohl Bauleiter Franchetti wie auch diese Beatrix haben sich daraufhin sehr seltsam verhalten. Der ermittelnde Polizist ist leider völlig mit diesem Fall überfordert. Wir haben daher diskret unsere Hilfe bei der Aufklärung angeboten. Außerdem konnten wir endlich alle Teile der Vase sicherstellen. Kurz bevor wir sie zusammensetzen wollten, wurde aber ein Anschlag auf uns verübt. Ein unbekannter Google-Mann hat uns gerettet. Zuerst Mord, dann versuchter Mord. Was kommt als nächstes? Mord? Tja, dann haben wir wohl alles. Na, immer nur ein Thronsaal. Ah, vielleicht doch jetzt hat... Haben wir keinen Kleber? Kleber, 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 Leuchtkristall. Nö. Ja, ich weiß. Ach, vielleicht. Ah, okay, gut. Wir müssen das erst zusammensetzen. Bau die Vase zusammen. Teile können verschoben und rotiert werden. So die Frage, wie man die rotiert. Option. Wie kann ich die rotieren? Ah, mit Doppelklick drauf. Okay. Alles klar. So. So, dann haben wir das zumindest schon mal. Und ich drücke gerade alle Tasten, die ich finde bei mir. Ah, okay, gut, das hebt sie dann noch fest dran. Okay. Das kommt hier hin. Ein Abbild des Heiligen Grals. So, drehen. Und drehen. Minispiel gelöst. Juhu. Kartenteil Nummer 5. Wir haben endlich die komplette Karte. Dann lass uns mal einen Blick drauf werfen. Sehr gerne. Wenn ich die Karte finde, da haben wir sie. Aha, Gewölbe. Ach, das ist die Ludwigsbrücke.
Oh, Marienbrücke, sorry. Marienbrücke, so heißt er. Da runter, okay. Haben Sie noch was zu sagen oder darf ich jetzt weiter? Drohen Sie immer noch. Metallsäge. Okay. Sonst schon was im Thronsaal. Ja, anscheinend immer noch. Es gibt so eine. Schwarze Farbe. Sonst schon was im Thronsaal. Nein, wir dürfen weiter. Dann gehen wir doch mal weiter. Okay. Akkupack. Stück Käse. Ja, okay, gut. Wenn da ein Stück Käse rumliegt, will ich es auch mal mitnehmen. Handball. Beil. Beil. Was haben wir da? Da kommt das hier rein. Und jetzt werden wir wahrscheinlich das alles schieben müssen, um daraus ein schönes Bild zu bekommen. So, einmal hinschieben. Dann so einmal. Nein, so noch nicht. Nein, nein, nein. Das passt hier irgendwie noch nicht alles so ganz. So rum. Und dann. So. Okay. Was nun? Okay. Haben wir sonst schon irgendwas, was ich mitnehmen kann? Ist eigentlich schon ein schönes Bild hier so mit der Marienbrücke. Ludwigsbrücke vor allem. Komm ich auf das. Mit der Marienbrücke, die kommt nicht aus Holz, glaube ich, sondern jetzt überarbeitet worden ist mal wieder. Haben wir was gesehen? Auch sehr interessant gewesen, ne? Wo die nochmal neu verbessert worden ist. Paris, Köln, Schwanstein, Wien, Berlin, Amsterdam, Brüssel, London, Bonn, Milan. Was nun? Ja, toll. Da gibt's noch was. Okay. Ein Schwanstein. Ich würde mal sagen, schwarze Farbe. Vielleicht lässt sich die Farbe abpushen. Unmöglich. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Mit Akkupack geht es ein bisschen schlecht. Käse. So geht das nicht. Was du? Vielleicht lässt es sich mit der Farbe abhausen. Ich hab doch da noch ein leeres Pergament. Noch eine Karte. Dann lass uns auch die einmal anschauen. Ich habe das Gefühl, das artet wirklich in eine Schnitzeljagd aus. Okay, das ist eigentlich dasselbe, wie wir davor hatten. Also sind wir hier richtig. Ja. Bringt mir nur jetzt immer noch nicht so viel. Weil ich nicht weiß, was ich mit dem hier anstellen soll. Wald. Oh, okay. Hirschgeweih, okay. Da haben wir eigentlich immer noch irgendwas, oder? Nee, der sagt einfach weiter. Okay, gut. Dann müssen wir das später mal lösen, weil ich habe noch keine Ahnung, was ich hier noch machen soll. Ich liebe diese Hilfe momentan. Hinter der Überwuchung scheint etwas versteckt zu liegen. So geht das nicht. Nein, nicht der Käse. Spy. Juhu. Wieder mit dem Bild. Maus, Pfeil, Modellflugzeug. Das sieht aus wie Krieg, als Zweiter Weltkrieg da. Mit dem Helm. Da ist so ein Horn. Hirschschädel. Fossilkreuz, Tannenzapfen, zwei Zettel, Schnecke, drei. Eichenblatt. Eichenblatt. Salamander, rostiges Messer. Modellflugzeug haben wir schon. Pfeil haben wir hier liegen. Salamander. Schnecke 1. Das war der Zettel. Tannenzapfen haben wir hier ein.
Modellflugzeug, Maus. Modellflugzeug haben wir hier. Da oben haben wir nochmal eine Schnecke. Hirschschädelfossil. Kreuz. Da hat man Kreuz. Nee, natürlich nicht. Bei. Wir brauchen nochmal eine Schnecke. Ein Tannenzapfen. Ein Fossil, damals Tannenzapfen. Fossil, ein Kreuz. Damals Kreuz. Die Maus und der Hirschschädel sind anscheinend irgendwo versteckt. Aber ich kann auch nichts wegtun. Dem Schädel fehlt das Geweih. Ah, da hinten ist der Schädel. Okay. Inventar, Hirschgeweih. Schau mal, ein Hirsch. Ein Frosch mit Sonnenbrille. Mega cool. Da unten haben wir die Schnecke. Jetzt fehlt nur das Fossil und die Maus. Haben wir hier noch irgendwas? Geht wohl nicht, schade.